Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier auf dem Kanal Operspiel zu einer neuen Folge Hexibert. Und ich muss doch mal gucken. Achso, das ist Wasseratmung. Okay. Warum war ich denn eigentlich so unverwundbar bei der letzten Aufnahme? Habe ich hier irgendwie was? Protection 3, hilft es so viel? Echt? Das ist ja erstaunlich. So. Stimme ist mal wieder hinüber. Effizienz 2. Meteorit-Axt. Okay. Stone Spada. Diamond Pickaxe. Unterleger Bow. Power Infinity. Was habe ich denn hier jetzt? Da könnte ich dann noch mal was verzaubern, oder? Tun wir den mal da rein. Power. Kann ich den jetzt auf Power 2? Mhm. Geht. Kann ich den auf Unbreaking machen? Da brauche ich 14 Bücher. Okay, so. Repair Cost. Power 1, Power 2. Okay, da gehen wir mal wieder zurück. Komm her. Dass du mir nicht den Bogen mitnimmst. Man sollte also ein paar Bücher hier sich basteln. Dazu brauche ich ja bekanntlich genügend. Was war das? Also, das ist ein Durcheinander hier. Genügend. Na, sag doch mal. Habe ich denn vielleicht genügend davon? Da ist gar nichts drin. Wo habe ich denn die ganzen? Ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht wisst ihr es auch nicht. Eisen kann ich mal schmelzen. Aluminium auch. Ah, wir haben hier Marmor gemacht. Okay. Habe ich denn noch Kohle? Jawohl. Also dann haben wir hier 13. Da können wir dann das Eisen schmelzen. Was ist das eigentlich? Ein Aluminium. Eisenbeeren. Papier. Ja, ich glaube, uns fehlte da schon ein bisschen an. Ein bisschen an, wie sagt man so schön, was wollte ich jetzt sagen? Die Leute machen mich ganz nervös hier. So, da wollen wir mal schnell das Aluminium, das Eisen hier braten. Schmeißen das Aluminium da rein. Wenn das Eisen durch ist, damit wir das Kohlestück schön ausnützen. Wie viel Essen haben wir noch? 4. So, und dann. Okay, das brät so vor sich hin. Dann tun wir hier das Eisen mal damit dabei. Und dann haben wir 26 Eisen, ein bisschen Gold, ein bisschen Zinn und was auch immer. Wozu man das alles gebrauchen kann. Rohes Aluminium. Aluminium kann man eigentlich jetzt hier aus diesen ganzen Beeren irgendwie, da muss ich doch mal gucken, ob man die irgendwie, Moment, das ging jetzt mit ohne, ne, mit doch, I und, also aus den Iron, mal gucken, also kann ich denn hier diese aus den Berries irgendwas machen, aus den Berries. Tinmen. Kann man da irgendwas draus machen? Mal sehen. Also Iron. Iron Ingot kriegt man daraus. Die Nuggets kriegt man daraus. Okay, das ist also
Ja, das bringt nichts. Was haben wir denn hier aus einem Turm auf Algeist? Lapis Lazuli. Ach du Jemine. Das ist so ein Alchemistenkram. Aber ich muss doch irgendwie aus diesen Beeren hier. Kann man da irgendwas machen? Nee. Vielleicht an der Werkbank. Oder ich muss sie irgendwo anders einschmelzen. Das kann natürlich sein. Dann gibt es ja diese Schmelzstationen da. Dass man da vielleicht irgendwas macht. Keine Ahnung. Aber solange wir jetzt also diese ganz normalen Sachen haben, brauche ich das eigentlich auch nicht. Also machen wir hier mal so ein bisschen die Wege weiter. So. Seid ihr inzwischen durch? Jawohl, Aluminium ist durch und... Ach, na gut. War ja auch zu erwarten, dass das nicht alles durchgeht. Aber ich will jetzt kein Gold, kein Dings opfern hier. Was macht man eigentlich aus Aluminium? Aluminium. Da macht man Aluminium. Alumite. Aluminium Ingot macht man aus. Ah, das wird also da reingeschmissen. Okay. Aha. So, rohes Aluminium. Achso, das muss man dann erst nochmal veredeln. Wollten Aluminium. Ba, 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 ba. Okay. Das ist aber auch alles kein Problem. Wir werden jetzt erstmal hier die Wege oder den Weg ein bisschen, vielleicht den Weg da durch den Tunnel hier mal fertig machen. Ja, also dann sind wir damit durch hier. Ah, der ist gleich reingerutscht. Ah ja, das ist ja hier so. Das vergesse ich dann ab und an. Die Sonne geht unter. Das heißt, gute Nacht, Freunde. Komm ruhig mit. Draußen kommen die Monster gleich. So. Und dann können wir hier auch weiterbauen mit dem Weg. Da zum Beispiel, genau hier. Dann bauen wir das wieder ab. Geht das so? Ja. Dann haben wir hier den Weg zum Wasser, sagen wir mal. Jo. Müsst euch auch mal wieder züchten, ne? So, und hier geht's dann mit diesen Dingern weiter. Und dann leuchten wir das gleich mal aus. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, wie kann man das hier machen? Mit F7. Da, genau. F7. Wieso kann hier ein Monster spawnen? Hör mal zu. Also ich muss dann wahrscheinlich noch so ein paar so eine, Dinger hier machen. So ein paar Lampen. Straßenlaternen oder wie auch immer. Und dieses Zeugs tun wir mal da rein. Das ist ja eine schöne
Wieso ist das hier jetzt so dunkel? Keine Ahnung. So, dann haben wir das also schon mal fertig. Ja, was ist das nächste, was wir machen könnten? Wir könnten zum Beispiel uns überlegen, da hinten das Luftschloss anzugreifen. Also wir haben ja jetzt dieses eine Schloss hier oder was auch immer das war. Oder wie ihr auch immer das benennen wollt. Wo ist es denn da? Das haben wir ja schön habe ich noch Fackeln? Nee. Das haben wir ja schön eigentlich erobert, wenn man so will. Oder wir machen noch so einen Turm. Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir greifen das Schloss an. Da gibt es zwei Möglichkeiten, von unten oder von oben. Man könnte es natürlich von oben machen. Da bräuchte ich natürlich dann eine ganze Menge, um mich da hoch zu stacken. Also zum Beispiel jetzt so erstmal hier hoch und dann quer rüber und dann nach oben hin. Und zwar fangen wir dann so weit links an, dass ich glaube, dieser Legierbogen müsste eigentlich dafür noch ausreichen. Wir sollten natürlich auch daran gehen, sagen wir mal, nee, wir werden mal Kühe suchen. Ich glaube, das haben wir in der letzten Aufnahme auch gemacht und haben keine gefunden. Werden wir jetzt mal in eine andere Richtung fahren, wo wir noch nicht waren. Habe ich das Boot noch dabei? Da muss ich mir was zu essen noch mitnehmen. Dieses F7 mache ich mal aus. So, hier haben wir die Falle ja sozusagen deaktiviert. Na? Ist da unten eigentlich irgendwas drin oder was? So, da liegt ein bisschen Gold rum. Das können wir vielleicht mal mitnehmen. Und dann gehen wir ja mal hoch. Das heißt, erstmal muss ich mir so eine kleine Treppe bauen. Um dann dahin zu kommen. So, wieso ist das jetzt so dunkel? Gehen wir hier hoch. Oh, Mist. So, da muss ich mit da noch so eine... Da kommt man nicht so gut rüber. Oh, schon wieder. Na. Jetzt sollte es aber klappen, dass ich hier rauskomme. Genau. So hatte ich mir das gedacht. Und jetzt gucken wir mal nach. Also hier sind ja keine Kühe oder was? Habe ich noch ein Boot in der Hand? Nee. Sag mal, wieso ist das so finster hier? Ist ja unsere Farm, da brauche ich jetzt im Moment nichts zu machen. Jo, jo. So, ihr seid ja gelbe. Das heißt, habe ich jetzt hier Türen drin? Ja. Das heißt, ich müsste euch eigentlich mal wieder züchten. Noah und Nico und das Baby hat noch keinen, beziehungsweise Baby ist gut. Hallo. Vor denen habe ich immer einen ziemlichen Respekt.
So. Ach, was haben wir denn hier gemacht? Warum ist das so finster? Das war doch sonst nicht so. Also, wo sind denn meine... Da ist es. Also, zum Teil sind die in Ordnung. Liegt das daran, dass ich hier irgendwas... Ah, der macht... Wahrscheinlich, genau, der macht hier alles mit Aluminium. Moment. Boah. Tatsächlich, es wird automatisch erhellt, wenn das Zeug, was ich hier in der Suchleiste drin habe. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Das wusste ich noch gar nicht. Da kommt das also her. Alles klar. Also, wo sind jetzt meine Gesalpflänzchen? Hier. Golden Gisal und Lava Gisal. Ne, was ist das jetzt hier? Kein Gisal Grün. Brauchen wir nicht. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen Gisal ernten draußen. Wo habe ich denn das hingepackt? Hier? Da ist was. Hier ist aber auch was. Ah, da haben wir schon dieses Lava-Zeugs. Dann haben wir sicher Gisal-Samen, jawohl. So. Na, kriegt man da ein weniger? Okay, dann möchtet ihr sicher euch mal wieder paaren, ihr zwei. Ja, habt ihr ja schon lange keine Liebe mehr gemacht hier. So, und du noch. Zack, zack. Und was kommt dabei raus? Ein blaues. Prima, da freut ihr euch auch, ja. Ein blaues. So, die blauen können ja ein bisschen was anderes als die gelben. Juhu, juhu, yay. So, die blauen können was anderes als die gelben. Ich glaube, die können, weil sie blau sind, besser übers Wasser, oder? Besser schwimmen? Ich habe keine Ahnung, ich muss das mal nachlesen. Aber ich weiß, dass nachher welche rauskommen sollen, ganz am Schluss, die auch gut fliegen können, wo man also dann mit dem Goldenen richtig die Welt entdecken kann. Und sagen wir mal oben, hoppsa, oben dann auf den Turm landen kann. Goldohr. Tun wir erstmal hier rein. Dann brauche ich ein paar, habe ich noch was zu essen, ein paar Fackeln noch, was zu essen, da haben wir noch Pork Chop, so, da nehme ich mir noch hier was von, haben wir noch Steaks, Kartoffeln, die könnte ich auch braten, ah ja gut, machen wir uns erstmal ein paar Fackeln noch. Habe ich da noch Stickies drin? Nein. Ich bin ja ehrlich gut aufgeräumt hier. Also was das Inventar angeht. So, dann machen wir als nächstes mal mit einem Bötchen